Ja, hallo liebe Triabi-Gemeinde. Ich bin ja zurück aus Polen, hatte da viel Spaß, wie ihr sehen konntet, und möchte nicht missen, noch meinen Triathlon vorzustellen. Den habe ich ja schon angehabt bei meiner Mitteldistanz. Möchte einfach noch mal kurz ein bisschen zeigen, wie der aussieht, was der kann und warum ich den benutze. Und zwar ist es der hier. Und da können wir dann mal zusammen das Unboxing machen. Also hier erstmal eine wunderschöne Verpackung. Hier in der Limited Triabi Edition, jetzt leider schon ausverkauft, gibt es also nicht mehr. Bei eBay habe ich da gesehen, so 1000 Euro, wer sich da anstellen will, okay. Aber jetzt in der Triabi Loves Kiwami Edition, leider aktuell ausverkauft. Könnt ihr nur warten, ich glaube im nächsten Jahr gibt es eine neue Edition davon. Hier auch wieder gleich der Hinweis auf die Triabi Edition. Spaß beiseite. Neben dem Anzug ist nichts in der Box. Keine Einstiegshilfe, keine Ausstiegshilfe. Aber schönes rotes Papier. So, den Anzug selbst gibt es in drei verschiedenen Variationen, Farbvarianten. Einmal die von mir favorisierte. So grau, weiß, schwarz und rot, die Farbkombination. Und dann gibt es noch so eine grün-blaue Edition und so eine blau-weiße Edition. Sieht man auf der Homepage, werde ich unten mal verlinken, wo man sich den Anzug bestellen kann. Was ich vorher noch nicht wusste, dass der, also hier ist ein Reißverschluss erstmal natürlich, das Oberteil. Und hier sieht man jetzt quasi, dass der bis zur Hälfte geteilt ist. Das heißt, nur am Rücken ist der verbunden und vorne eben nicht. Da kann man also komplett öffnen. Das sorgt zum einen für mehr Bewegungsfreiheit und zum anderen kann man damit besser aufs Klo gehen. Die Erfahrung habe ich schon gemacht, also ist ganz schön durchdacht. Ansonsten haben wir hier im Armbereich, ich ziehe noch gleich mal an, aber der Armbereich ist relativ lang gehalten wegen der Aerodynamik. Ich habe jetzt mich für die Größe M entschieden. Es gibt da so eine Tabelle je nach Gewicht und Körpergröße und muss sagen, also ich bin 1,80 groß und wiege etwa 72 Kilo. Da passt ja wirklich wie angegossen, könnte nicht besser sein. Ja, zu sagen, ich schlüpfe einfach mal rein und dann sehen wir weiter. Und genau, wie gesagt, also hier quasi wie eine kurze Hose. Bei mir ist der oben noch ein bisschen enger als unten. Also oben muss ich nochmal mich deutlich anstrengen, dass ich da reinpasse. So sieht er aus. Also wie gesagt, die Arme gehen bis fast zum Ellenbogen. Wegen der Aerodynamik. Ja, das Wichtigste ist natürlich auch Taschen. Wie viele Taschen sind wo vorhanden? Und zwar gibt es da zum einen hier an der Seite am Oberschenkel. Gibt es Taschen für, ich weiß nicht, Gels, Handy passt rein und so weiter. Dann gibt es hier noch Innentaschen, die habe ich gar nicht gefunden am Anfang. Da habe ich auch Verpflegung reingepackt und genau Dinge, die vielleicht jetzt nicht ständig braucht. Und dann gibt es noch hier hinten jeweils links und rechts eine Tasche, wo auch nochmal Gels oder Riegel reinpassen. Das ist also der Kiwami Spider LD und den gibt es aktuell bei dem hier, beim TCC Sportstore gibt es den aktuell für 269 Euro. Nicht ganz billig, wie ich finde, und deswegen habe ich mir gedacht, ein Anzug, der so einen Preis hat, da ist natürlich klar, den kann man beim Triathlon anziehen, aber ich finde, zu dem Preis muss er auch ein bisschen mehr bieten. Und deswegen habe ich mich aufgemacht und den mal bezüglich der Alltagstauglichkeit getestet. Das sah dann so aus. We'll be right back.
Und der Alltagstest hat gezeigt, auch im Alltag macht der Kiwami Spider LDA Aero eine sehr gute Figur. Also auch mal außerhalb des Sportkontextes kann man ihn anziehen. In der Uni, zum Einkaufen, sicher auch im Theater, da war ich jetzt noch nicht damit, aber das geht sicherlich auch. So, ich versuche jetzt erstmal irgendwie wieder rauszukommen aus dem Anzug. Ich meine, reinkommen ist immer das eine. Man kennt das vom Neoprenanzug. Rein, geht irgendwie, raus, tut manchmal ein bisschen weh. Bei euch bedanke ich mich fürs Zugucken und hoffe, wir sehen uns in der nächsten oder übernächsten Woche wieder. Oder danach. Und in der Woche danach ist ja schon meine nächste Mitteldistanz jetzt. Der Müritz-Triathlon, ich habe mich jetzt angemeldet. Und da bin ich auch gespannt, wie das wird. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung, bin leider ein bisschen angeschlagen. Trotz meines 5-Punkte-Gesundheitsprogramms hat es mich erwischt. Deswegen konnte ich jetzt die letzte Zeit nicht so gut trainieren. Wird schon. Wer noch Fragen zum Anzug hat, kann mir gerne schreiben. Wer das Video cool fand, kann mir Daumen geben. Und wer mich abonnieren will, kann mich abonnieren. In diesem Sinne. Macht's gut. Und tschüss.